Er sagt, das war so ein Porno, Digga. Snooze is fucking with Cuddle. Oh. Hi. Hey. Oha. Oha. Er ist richtig. Er soll den killen? Ja, mit Warzen und so. Ich liebe Warzen, ne? Vor allem Brustwarzen. Ich weiß nicht, wo es hingeht, Patrick, ne? Brauchst du gar nicht so auf Shakiri machen jetzt. Oh, Bro, Bro, Bro. Warum kriegst du Schaden? Ah, was? Er hat eine richtig krasse Farm gebaut, Bruder. Ah. Jakob, Digga, muss los. Mach mal F5, wenn du so hochkriegst, Digga. Richtig. Nee. Dein Gesicht. Richtig dumm, ey. Lass so machen, Digga. Am schlausten wäre, wir bleiben bei Rebi. Ja. Aber wir gründen nebenbei, wir bauen noch da, aber nebenbei gründen wir auch so unser eigenes Ding, weißt du? Ja. Und das bleibt geheim dann. Was berichtet Herr Newsom gleich, dass sie gleich Untergrundorganisation machen? The fuck? Warte mal, was ist das da? Ey, Digga, das Projekt geht seit 2 Tagen, ne? Ich sehe hier so Villager-Farmen und was auch immer, Alter. Was? Ja, ey, wir müssen aber echt, Digga, wir übertreiben schon Hardcore, Digga. Hier spielt so eine Reef mit, ne? Ja. Das ist ein Mädchen, wusstest du das? Aber. Als ob. Ja, ich hab hier Eisen und so geschenkt, extra viel. Kann man die klar machen? Kann man die klar machen? Nö. Okay. Mal, wie die aussieht. Erstmal Instagram gucken. Oho, was ist denn bei ihr los? Sie sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Hast du schon Schenkeltest bei ihr gemacht? Boah, Junge! Ey, ich würde nur wissen, ob du den Schenkeltest gemacht hast. Junge, sie ist eine Projektteilnehmerin, das kann ich nicht machen. Das geht doch nicht, Digga. Ich abonniere dir erstmal mal, ne? Warte, wie alt ist die? Nicht, dass die 17 ist oder so, Digga. 18, glaube ich. Glaubst du, Digga, oder weißt du? Nee, ich glaube, ich hab 18 gelesen, hab ich. Ist immer Instagram. Sonst machst du den Jo-Olli, Digga. 18, wow, Bruder, 18, wow, Glück gehabt. Der Jo-Olli, ne? Jo-Olli, so ein Peach, Digga. Ey, Spaß, Digga. Die ist 18. Ja, ich meine, oh, okay, wir sind schon mal sicher. Auf der sicheren Seite. Ja, ich distanziere mich übrigens von den Aussagen. Ich hab ihr nur Eisen geschenkt. Ja, ich distanziere mich auch. Aber ich ey, sie wollten nur 10 Eisen. Ich hab ihr Rüstung gegeben, 1,5-6, Digga. So, ich glaube, die ist auch echt korrekt, weil sie hat mein Eisen angenommen und sich bedankt. Ja, und sie ist auch so hart. Sie hat mir ein Herz geschickt. Das bedeutet ehrlich? Was. Ehrlich? Okay, ich mache mir jetzt erstmal... Leute, wieso ist es mal ein Ort, wo wir provisorisch unser Haus bauen. Und wir brauchen dann noch einen Ort, wo wir unsere Untergrundorganisation haben. Naja, aber halt im Untergrund. Ey, wir brauchen dann diese Rave für unsere Untergrundorganisation. Wir ja, brauchen mein die. Ich ja. Deswegen, wir brauchen weibliche Unterstützung für Deko brauchen, und so. Ikea, du weißt. Gut ja, sein, auch so Sekretärin, weißt du, wenn jemand da reinkommt, so... Ja, haben sie einen Termin? Rave ist mit Gomme. Ey, diese Rave ist mit Gomme zusammen, ne? Schreibt einer. Doch, Digga, safe, Call. Okay, Leute, muss los. Muss los. Ich glaube, Gomme ist sogar so alt. Wie alt ist der überhaupt? Ich glaube, der ist so alt wie wir, oder? Ey, wenn das wirklich, das ist echt unangenehm, was wir gerade gesagt haben. Ey, Gomme. Nein, Digga, für mich nicht. Also, ich bin stehen, keiner Verbindung. Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr zusammen seid. Junge, hat er sich überhaupt mal gezeigt, dieser Gomma HD? Oh! Nein, ich weiß auch nicht, wie der aussieht. Digga, ey, da haben Leute nicht geglaubt, dass ich studiere, ne? Die denken, ich bin dumm. Nein, Digga, du bist schon ein schlauer Bursche. Du bist schon relativ intelligent, würde ich sagen. Ich kann schon richtig gut meinen Bun faken. Ey, dafür braucht man aber schon was in der Birne, um sowas durchzuziehen. Ja, auf jeden Fall. Du hast YouTube. Also, man braucht auf jeden Fall Mut, ne? Mut und Grips, ne? Ich studiere Informatik. Und Wirtschaftswissenschaften und Profilpädagogik. Also Lehramt. Ich bin ein Lehrer. Kattel und Lehre. Er studiert das halt echt, Digga. Das ist so. Das ist echt traurig. Kattel ist voll gut in der Schule gewesen. Gewesen, richtig. Ja, weil du bist ja jetzt. Ich bin ja jetzt ein Student. Student. Er sagt, das wäre so ein Porno, Digga. Student fuck with Kattel. Ey, die glauben einfach nicht. Student, man. Digga. Ich kann nicht mehr. Wie die das nicht glauben, Digga? Nur weil man Kanacke ist, ne? Ey, ich schwör's, ich kann doch ganz normal reden. Ich verstehe euer Problem gerade. Digga, du musst mal ein Zeugnis, glaube ich, auf Twitter posten oder irgendwie so. Oder deine Uni-Erlaubnis, keine Ahnung. Ja, ich sorry, Digga. Das Ding ist, ich bin so Informatik, ne? Man denkt so, was sind das denn so für Leute, so, ne? Ja. So, man denkt so, Musch.
Ja. Auf jeden Fall, es war, alles war voll und ich musste mich so in die Mitte zwängen. So. Und ich dachte so, und rechts wegen mir, das hat so heftig gerochen. Ich habe mich nicht getraut, die anzugucken, die ganze Zeit. Ne? Mein Nacken hat richtig wehgetan. Ne? Ja. Ich habe mich nicht getraut, zur Seite zu gucken, weil ich hatte Angst, dass sie so richtig krass war und dann konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. So. Am Ende, Digga, ich habe sie gesehen und oh mein Gott, ich habe mich verliebt, Digga. Ne? Hast du einen Vibe gesehen? Ich will ihre Locken und so, Alter. Wolltest du dich paaren mit ihr? Ich wollte nicht fahren, Digga. Ich wollte Kindergeld hoch 30, Digga. Hey, ich hab mich verliebt, Digga. Das war Liebe auf den ersten Geruch und Blick und alles, Digga. Zeig dir, was ich mit ihr machen würde. Pass auf. Er hat nur was besam, okay. Er möchte ficken. Hey, komm hier. Na, hier ist komme. Moinsen. Guck mal, wo ist deine Schnecke? Ja, ne? Ganz ruhig, wir müssen es hier professionell benehmen, ne? Moin! Wir geben erstmal, wir müssen mal geben, so, weißt du? Wir müssen mal Vertrauen gewinnen, so, weißt du? Nein, nein, nicht, nein, keine Melonen, Digga! Wir haben genug Melonen. Nein, aber die sollen keine haben. Die ausrasten wegen Minecraft. Alter, er macht ja richtig auf Stadt rot, Digga. Oh, er ist richtig so in so Farbe, Tinte gefallen, Alter. Okay. Wir müssen es aber auch jetzt gut mit unserem guten Wortschatz hier präsentieren, ne? Wir dürfen jetzt nicht wie so Dreckskanacken aus dem Bahnhof reden. Zeig uns mal dein Heim, Digga. Bist du Asylbeantragt? Okay. Gommes Haus. Gommes ist so süß als Kind, Digga. Ich schwöre, Digga. Ihre Männer ziehen Rüstung aus, wenn sie reingehen. Okay, aber ihre Männer, ich vertraue ihm. Digga, ich hab Angst, dass das so eine Falle ist, ne? Und dann schreibt der Trollololol. Wir müssen jetzt mit Gomez sympathisieren, wisst ihr, damit, weil unser Ziel ist was anderes, ne? Ja, wir brauchen für unsere Organisation Member. Wir können doch unsere Organisation nicht vergrößern, sonst. Jetzt würde ich sowas wie immer schreiben. Guck mal, das ist der Revi, das ist der Revi Dings. Oh. Hey. Hey. Digga, okay. Was willst du, Digga, ey? Warte, ich verklick die Rastrede. Bruder, ey, was willst du? Bruder, das Problem! Was ist meine Mutter? Oha! Tschüss! Oha, er ist richtig böse. Das kenne ich ja gar nicht von Bombe. Tschüss, er rastet aus, weil wir in Minecraft Rüstung sein Haus tragen, Digga. Ey, sollen wir den killen? Sollen wir den killen? Aber nein, sonst ist dann vielleicht jemand anderes. Nein. Ja, okay. Okay, ich entschuldige mich für mein Fehlverhalten. Danke, dass du noch vorliest, was ich geschrieben habe. Alles. Nein, wir brauchen. Wir brauchen einen Namen. Jetzt schnell auf Namen. Clicky. Nein, Clicky nicht. Nein. Clicky ist unser Maskottchen. Wir brauchen einen richtigen Namen. Schnell, schnell. Casio-Symbol im Gesicht tätowiert. Jakuza, Jakuza. Sollen wir machen? Ja, Jakuza. Ja, okay, ist gut. Jakuza. Er kann nichts machen, Gomme. Er kann nur zugucken, weil er hat keine, ne, Rüstung. Das ist ganz, nett hier, ne? Willst du Stress? Bist du was los, Digga? Also sind wir jetzt Yakuza? Ja, wir sind jetzt Yakuza. Okay. Ja, Digga, mal vor. Ja, ne? Würdet ihr kassieren als, okay. Warum macht er denn so, ist das so gemein? Okay, lass verteilen Schilder gerade. Überall. Oder wollen wir sprengen schreiben? Nö, nee, ich schreibe alles zu Yakuza, weil hier Yakuza wird euer Arsch ficken. Yakuza wird euer Arsch. Nein. Man, warum kann man nie Backspace machen bei Schildern? Ich habe hier sogar eine Punchline hingeschrieben. Meine Audioqualität, ey, ich verstehe nicht. Seitdem ich so ein auf Möchtegern teures Setup habe, ist alles kacke, Alter. Na, hättest mal damit dein Brokers Headset und dein Brokers Mikrofon und so. Ich hab hier eine Punchline hingeschrieben, ne? Yakuza ist wie ein Virus, es verbreitet sich. Ich kann nicht. Ich lieb das Game. Wenn du Stress bist, komm, SG, ganz cool, SG. Warte, guck mal, wo hab ich das hingetan? Hier, guck mal hier. Nee, warte mal, hä? Wo ist mein Virusschild? Ja, hab ich schon gelesen. Wo ist der denn? Wo hab ich das? Hast du es weggemacht? Nee, ich hab's nicht erst weggemacht wahrscheinlich. Er ist hier rangegangen. Ich hab's schon gelesen, aber ich hab's nicht weggemacht. Mach neu. Yakuza ist wie ein Virus. Es verbreitet sich. Okay, komm.
Lass mal wieder abhauen, ich hab hier ein bisschen Angst, und die sind so komisch. Ja. Oh, fuck. Fuck. Students gone wild, Alter. Let's go, Alter. Lass mal was Produktives machen. Level Farmer erstmal. Wir müssen stark sein. Ach, das sind alles Keks, Mann. Ja, okay. Ja, weil die einfach mehr waren, Digga. Was kann ich dafür? Die Ungar hat einfach mehr Abos, Digga. Hä? Normal, Digga, dass die Kleinen dahin gehen, Digga. Die wollen halt alle lutschen. Ich kann nicht mehr, Digga. Ist nicht so, lüg ich? Du lügst nicht, nein. Lüg ich nicht, Digga, ich lüge. Wer sich freut. Wer drin lacht die ganze Zeit, Digga. Digga, ich kann nicht mehr. Hast du Hunger? Ja, ein bisschen, ne? Warte. Immer wenn Pat redet und er lacht, schlägt er auf den Tisch, man hört einfach sein Geschirr, Digga. Die ist einfach echt so, er hat einfach so recht. Die ist einfach so dringend. Sag ich einfach, Pat, hör jetzt genau zu. Hör jetzt. Hä?